Wenn man Brokkoli hört, dann denkt man gleich an grüne Köpfe und Röschen, oder? Aber so wie es auch bei vielen anderen Gemüsearten der Fall ist, gibt es auch den Brokkoli in verschiedenen Sorten und Farben, wie zum Beispiel violett oder gelb. Aber egal, welche Brokkoliart oder Farbe du anbauen möchtest, beim Brokkolisäen und Ziehen ist ein wenig der grüne Daumen gefragt. Warst du also beim erfolgreichen Anbau vom Samenkorn bis zur Ernte beachten musst, das gibt's jetzt hier bei So geht Selbstversorgung. Hi, ich bin Torben und wie immer beginnen wir mit der Voranzucht im Haus. Frühe Brokkolisorten kann man ab März am besten in einer Multitopfplatte auf einer sonnigen Fensterbank vorziehen. Ab Mitte Mai können die Setzlinge dann ins Beet oder auf den Balkon. Die späteren Sorten lassen sich so ab Ende April direkt im Beet aussäen. Wenn du keine Multitopfplatte besitzt, dann kann man auch gut Joghurtbecher, Eierkartons oder auch aus leeren Toilettenpapierrollen kleine Töpfchen herstellen. Wie man aus diesen Toilettenpapierrollen kleine Anzuchttöpfchen herstellen kann, dazu habe ich zusammen mit meinem Sohn mal ein Video gemacht, was ich dir natürlich gerne verlinke. Zum Befüllen dann dieser Töpfchen eignet sich am besten spezielle Aussaaterde. Solche ist nämlich feinkrümeliger und nährstoffärmer als die klassische Blumenerde und aktiviert dadurch das Wurzelwachstum. Du steckst dann in jedes Töpfchen ca. 1 cm tief 3 Samenkörner hinein und gießt diese vorsichtig an. Die Keimtemperatur beträgt etwa 15 bis 20 Grad. Wenn dann die Keimlinge emporgekommen sind, lässt du nur den stärksten Keimling im Topf und die schwächeren oder auch missgebildeten sortierst du vorsichtig aus. Wenn deine Keimlinge so langsam zu kräftigen Jungpflanzen herangewachsen sind, dann stelle sie täglich zum Abhärten für einige Stunden ins Freie, damit sie sich dann an die Wetterbegebenheiten von draußen gewöhnen können. Wichtig dabei, nicht gleich direkt in die Sonne stellen. Auspflanzen und richtiger Standort. Wenn der Standort sonnig und windgeschützt ist, lassen sich Brokkolipflanzen im Vergleich zu vielen anderen Gemüsesorten recht einfach anbauen und sogar mehrjährig ernten. Für eine gute Ernte benötigst du mehr Kalk. Zu wenig Kalk mindert nämlich die Ernte und schwächt die Pflanzen. Am besten vor der Aussaat oder Pflanzung reichlich Kalk und eine zusätzliche Kalkgabe direkt ins Pflanzloch geben. Besonders gut gedeiht das grüne Gemüse im neutralen Boden mit einem pH-Wert von 6,0 bis 7,0. Wenn du dir da also unsicher bist und bevor du unnötig große Kalkgaben auf das Beet ausbreitest, ist ein vorheriger pH-Test eine gute Wahl. Da Brokkoli ein Starkzehrer ist, benötigt er guten organischen Dünger wie Stallmist oder Kompost. Im besten Fall hast du das schon im Herbst auf das zukünftige Brokkoli-Beet ausgebracht. Wenn deine vorgezogenen Pflänzchen 4 kräftige Blätter ausgebildet haben und du sie auch gut an die Wetterbedingungen von draußen gewöhnt hast, dann kannst du sie jetzt mit einem Pflanzabstand von ca. 40 bis 50 cm in das Beet auspflanzen. Weitere Pflegemaßnahmen. Es gibt zwei Dinge, die vor allem wichtig sind für eine erfolgreiche Brokkoliernte. Das ist zum einen die Düngung und zum anderen das regelmäßige Gießen, sofern nicht genug Wasser von oben kommt. Für den Start deiner Pflänzchen hast du ja am besten schon Dünger im Herbst ausgebracht. Ist das noch nicht der Fall, so kann man auch gut einen Langzeitdünger wie Hornspäne so etwa 4 Wochen vor der Pflanzung im Beet verteilen. Während der Wachstumszeit deines Brokkolis solltest du so 3-4 Mal mit einem biologischen Stickstoffdünger nachdüngen. Das kann ein gekaufter Flüssigdünger sein oder du stellst einfach deine eigene Pflanzenjauche her. Ein regelmäßig gegossener Boden ist wichtig, sonst kann es zu einem Wachstumsstopp deiner Pflanzen kommen. Am besten gießt du deine frisch gepflanzten Brokkolisetzlinge richtig gut an und gießt dann die nächsten 2-3 Wochen erstmal etwas sparsamer,
Und wenn diese Zeit vergangen ist, dann kannst du wieder großzügiger gießen. Außerdem ist es gut, den Boden während der gesamten Wachstumszeit immer wieder gut durchzuhacken. Krankheiten und Schädlinge. Zu den Krankheiten und Schädlingen gehören unter anderem die Kohldrehherzmücke, Blattläuse, die Kohlfliege, Kohlweißling und Kohlherni. Bei manchen dieser Schädlinge empfiehlt es sich auf jeden Fall rechtzeitig ein Kulturschutznetz über deinen Kohl drüber zu stülpen, denn dann kann unter anderem der Kohlweißling keine Eiablage auf deinem Kohl setzen. Die Kohlherni ist eine recht häufig an Kreuzblütlern auftretende Pilzkrankheit. Verursacher ist ein Pilz, der im Boden lebt und dort Dauersporen ausbildet. Wenn ein Standort einmal befallen ist, können die Pilzsporen gut und gerne 20 Jahre überdauern. Wenn du also einmal einen Befall mit der Kohlherni hattest, dann vergiss es, auf diesem Beet noch einmal Kreuzblütler anbauen zu wollen. Damit es aber erst gar nicht zu einem Befall kommt, ist eine richtige Fruchtfolge enorm wichtig, sodass nur so circa alle 4 Jahre Kreuzblütler wieder im gleichen Beet stehen. Der Pilz dringt in die Wurzeln deines Kohls ein und dadurch verdicken die Wurzeln und dein Kohl fängt an zu welken. Der Kohlherni-Erreger fühlt sich vor allem in feuchter und warmer Erde besonders wohl, vor allem wenn der pH-Wert sich noch im sauren Bereich befindet. Auch deshalb, wie eingangs erwähnt, ist eine Kalkung des Bodens und eine Überprüfung des pH-Wertes sehr wichtig. Wenn du Pflanzen hast, die verkümmert wachsen und welken, dann grabe sie aus dem Boden und überprüfe die Wurzeln. Sollten diese Verdickungen aufweisen, so handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Kohlherni und die Pflanze ist zu entsorgen, und zwar nicht auf deinem eigenen Kompost. Sehen dagegen andere Pflanzen noch gesund aus, so kann man einfach nur hoffen, dass diese in dieser Saison nicht mehr befallen werden und dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, mehrere Jahre nicht mehr auf dieses Beet Kreuzblütler anzubauen. Die Ernte. Der früh angebaute Brokkoli kann schon nach ca. 7 Wochen geerntet werden. Im Herbst gepflanzte Sorten brauchen jedoch mindestens 10 Wochen. Bei Winterbrokkoli vergeht bis zur Ernte zwar fast ein halbes Jahr, dafür kannst du von März bis Mai laufend Sprossen schneiden. Den richtigen Erntezeitpunkt erkennst du daran, dass einzelne Blütenknospen zwar deutlich ausgeprägt und angeschwollen, aber noch ganz fest geschlossen sind. Wird hingegen die Blume bereits locker und zeigt so einen gelben Schimmer, dann schmecken sie unangenehm kohlartig. Schneide die noch geschlossenen Blütenstände mit einem scharfen Messer ab. Auch die dünneren Seitentriebe können mitverwertet werden. Ja, und nach dem Schnitt der Mittelknospe wachsen dann sogar nochmals dünnere Seitentriebe nach, die sogenannten Nebenrosen, die du dann ebenfalls nochmal ernten kannst. Sortentipps. Zum Schluss gebe ich dir noch einmal einige Sortentipps, denn das ist etwas, was gerne am Anfang falsch gemacht wird und wo auch ich erstmal dazulernen musste damals. Ich wusste nämlich nicht, dass es bei bestimmten Gemüsesorten verschiedene Anbauzeiten gibt. So unterscheidet man zum Beispiel zwischen Sommer- und Winterzwiebeln oder Sommer-, Herbst-, Winterlauch oder eben auch Früh-, Spät- oder Winterkohl. Und je nachdem, wann du mit der Kultur beginnen möchtest, solltest du auf die richtige Sorte zurückgreifen. Zum Beispiel ist die Bio-Sorte Coastal oder so ähnlich, ich schreibe es dir auf jeden Fall ins Video, sowohl für den Anbau im zeitigen Frühjahr als auch für die Herbstkultur geeignet. Die Winterbrokkolisorte White Sprouting kann bis Anfang September noch ausgesät werden und überwintert unter einem schützenden Vlies bei Temperaturen bis zu minus 8 Grad auf deinem Beet. Traditionelle Sorten bilden 3 bis 4 Wochen nach der Ernte der Mittelknospe neue Seitensprosse. Dazu zählen zum Beispiel Calabrese, Penta oder Summer Purple. Wenn du mal eine andere Farbe ins Spiel bringen möchtest, so kannst du zum Beispiel die rot-violetten Sorten von Santé oder Rosalind nutzen. Kennt ihr noch besondere gute Brokkolisorten oder habt ihr noch weitere Tipps zum Anbau sowie Feedback? Dann schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare und dann bin ich für heute raus und sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal.